Wenn ich den Joy-Con-Controller auch ohne den Sperrknopf zu drücken einfach so rausbekomme, liegt das meistens an den Slider-Schienen. Um diese wechseln zu können, muss ich die Konsole natürlich erst einmal öffnen, doch zuvor schalte ich sie erstmal aus und entferne auch alle Karten. Als Unterlage nehme ich auch gerne so eine Silikonmatte, damit sollte das Display auch ganz gut vor Kratzern geschützt sein. Für die vier hinteren Gehäuseschrauben brauche ich einen speziellen 1,5 mm Y-Schraubendreher. Wie gut, dass die Matte hier oben solche kleinen Fächer hat, sonst würden sicher einige Schrauben früher oder später Beine bekommen. Die restlichen Schrauben löse ich mit einem 1,5 mm Kreuzschraubendreher. Eine versteckt sich hier im SD-Kartenfach. Zwei weitere auf der Unterseite, eine auf der Oberseite und jeweils eine Schraube auf der Seite. Hier muss ich nur erstmal die mittlere entfernen, um die hintere Abdeckung entfernen zu können. Unten links sehe ich nun das SD-Kartenmodul, das mit nur einer Schraube befestigt ist. Hinter einem Schaumstoffpad befindet sich der Stecker, den ich einfach vorsichtig etwas anheben muss. Als letztes entferne ich noch das Wärmeleitblech. Somit komme ich jetzt auch endlich an die Stecker für die Slider-Schienen heran. Hier muss ich jetzt erstmal die Klemme hochklappen, bevor ich das Flachbandkabel entfernen kann. Und erst jetzt dürft ihr die Schiene abschrauben. Das Kabel ist so empfindlich, das reißt sonst auch ganz schnell mal ab. So wie bei mir hier, ich spreche also aus eigener Erfahrung. Gut, die neue Schiene einsetzen und auch gleich verschrauben. Jetzt muss ich nur noch das Kabel mit der Goldkontaktseite nach unten in den Stecker einfädeln. Am Ende kontrolliere ich nochmal, ob nicht irgendwelche Schraubenlöcher verdeckt sind. Oh, und jetzt bloß nicht vergessen, die Klemme wieder runterzudrücken. Das Kabel der linken Schiene geht hier teilweise unter der Platine lang. Und auch hier öffne ich erst einmal die Klemme vom Stecker, bevor ich dann die Schiene selbst abschraube. Das Batteriekabel habe ich etwas hochgebogen, so lässt sich das Flachbandkabel hier besser einfädeln. Schiene wieder anschrauben und erst jetzt wieder das Kabel in den Stecker einfädeln. Klemme zu, Batteriekabel wieder zurückbiegen und schon ist auch die linke Schiene erneuert. Zum Schluss nochmal alles kontrollieren. Jawohl, das passt soweit. Die alte Wärmeleitpaste entferne ich mit etwas Isopropanol auf einem Papiertuch, zuerst vom Wärmeleitblech selbst und dann natürlich auch von der Heatpipe. Hier trage ich jetzt flüssige Wärmeleitpaste gleichmäßig dünn auf. Die einfachen Pasten aus der Tube könnt ihr hier natürlich auch benutzen, aber bitte keine Flüssigmetall-Wärmeleitpaste verwenden. Die ist ja bekanntlich elektrisch leitfähig und wäre an dieser Stelle dann wohl auch einfach zu viel des Guten. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen. Oh Mann, und jetzt bin ich aber mal gespannt, ob alles wieder funktioniert. Jo Mario, die Controller halten wieder, werden auch beide erkannt. Klasse gemacht!